Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Jetzt erstmal Entschuldigung, dass so lange kein Video kam, aber ich war jetzt in der Berufsschule 2 Wochen und hatte eben auch Prüfungen und alles und deswegen bin ich einfach nicht dazu gekommen. Heute geht es aber jetzt mal um eine mechanische Gaming-Tastatur, nämlich um die Titanwolf Imperial. Also kurz vorweg, erstens mal entschuldige mich für meine Stimme, weil die ist ziemlich am Arsch, weil ich ein bisschen erkältet bin und entschuldigt mich für den ganzen Staub auf der Tastatur. Tastatur ist leider relativ staubanfällig und weil ich sie jetzt auch schon länger benutzt habe, also ungefähr einen Monat, deswegen ist da eben auch ein bisschen Staub auf der Tastatur im Video. Außerdem bedanke ich mich bei Titanwolf für die Nichtbereitstellung dieser Tastatur. Spaß beiseite, aber auf der Titanwolf-Website gibt es eben so ein Formular, da kann man sich anmelden für so ein Review-Sample, das habe ich auch gemacht. Aber ich habe halt einfach nie wieder eine Antwort bekommen. War schon mies. Die Tastatur habe ich mir trotzdem dann gekauft, weil ich einfach überzeugt bin, dass es eine gute Tastatur ist. Also fangen wir mal an mit der Verpackung. Die sieht einfach super aus, weil man hier auch den Wolf und alles so drauf sieht und sie fühlt sich auch hochwertig an. Das würde ich schon mal als Pluspunkt ansehen. Neben der Tastatur in so einer Folie befindet sich da ein Dankeschön-Kärtchen und eine kurze Bedienungsanleitung drin. Also nichts Weltbewegendes oder so, nichts Besonderes. Und noch so ein Keycap-Remover, also so ein Tool, dass man die Tastenkappen abmachen kann. Die Tastatur an sich fühlt sich verdammt hochwertig an und sieht auch wertig aus und das 175 cm lange USB-Kabel ist auch gesleeved. Das macht optisch einiges her und das Kabel ist vielleicht auch damit länger stabil oder hält besser, weiß ich aber nicht. Jetzt erstmal zu ein paar grundlegenden technischen Daten. Die Tastatur wiegt ca. 1,2 Kilo, ist ein ganz normales 105-Tasten-Layout und Switches sind die Otemu Blue Switches, also das ist wahrscheinlich noch eine kleinere Firma als Keil, wie in den meisten günstigen Tastaturen kommen Keil-Switches, hier eben diese Otemu, wenn man die so ausspricht. Es gibt noch diese ausklappbaren Standfüße, die sind aber eigentlich auch Standard bei jeder Tastatur. Dann ist die Tastatur noch spritzwassergeschützt, das habe ich jetzt nicht getestet, aber ich denke einfach mal, es stimmt. Sie hat RGB-Beleuchtung und Anti-Ghosting. Multimedia-Funktionstasten, Play, Pause, Taschenrechner und sowas gibt es auch. Weil es die blauen Schalter sind, haben die dieses taktile Feeling, also und eben dieses Klickgeräusch und hier hört euch das einfach mal am besten selbst an. Die RGB-Beleuchtung darf im Jahr 2018 natürlich auch nicht fehlen, da gibt es 18 vorgefertigte Modi. Die könnt ihr euch jetzt auch mal kurz durchschauen. Bei jedem Modus kann man die Geschwindigkeit, Farbe und so selbst einstellen. Auch die einzelnen Tasten kann man Farben zuweisen. Das ist alles andere als komfortabel, weil es einfach keine Software gibt.
Man muss das also alles mit den verschiedensten Tastenkombinationen machen und das ist nicht wirklich gut. Da hätte ich mir eine kleine strukturierte Software schon gewünscht. Das wäre sogar ein Pluspunkt gegenüber Shakun, weil deren Software finde ich jetzt echt relativ schlecht. Aber besser als gar keine ist sie allemal. Bis jetzt klingt alles fast super positiv, war es aber leider doch nicht. Ich hatte, wie viele andere bei den Amazon-Bewertungen auch, Probleme, dass eine Taste, wenn man sie einmal drückt, hat die einfach drei Buchstaben geschrieben. Also immer, wenn ich G gedrückt habe, kamen einfach drei Gs. Oder, also nicht immer, aber manchmal eben. Das ist beim Tippen schon ziemlich nervig, wenn du einfach mal so G-Weg schreibst und dann G-G-G-Weg steht. Beim Zocken ist das eher weniger das Problem, weil zum Beispiel G ist jetzt in meinem Fall die Taste, die da ein bisschen rumspinnt und die braucht man beim Zocken nicht so oft. Ich dachte, weil die meisten Rezensionen schon relativ alt sind, die von dem Problem berichten, dass sie es mittlerweile in den Griff bekommen haben, haben sie aber scheinbar nicht. Außerdem bleiben manche Tasten ein bisschen hängen, also wenn ich Escape drücke, bleibt das ab und zu mal ganz unten hängen, da muss man es wieder rausziehen und das ist auch verdammt nervig. Was ist jetzt mein Fazit zu dieser Tastatur? Also positiv sind vor allem die wertige Verarbeitung, das schicke Design und das gute Schreibgefühl und Spritzwasser und die RGB-Beleuchtung vielleicht noch, aber das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich sie gekauft habe. Negativ ist vor allem, dass bei einem Tastendruck ab und zu mehrere Buchstaben geschrieben werden, zumindest bei einer Taste jetzt bei mir, dass ab und zu die Tasten hängen bleiben und dass es einfach keine Software für die Beleuchtung gibt. An sich würde ich die Tastatur schon empfehlen, aber ohne diese Probleme eben. Durch diese Probleme ist für mich persönlich wäre die Shakun SGK3 Mech, Skiller Mech die bessere Wahl. Also die würde ich euch empfehlen. Tut mir leid, Titanwolf, aber dann müsst ihr ein bisschen an den Problemen hier arbeiten. Bis zum nächsten Video würde ich dann mal sagen, ciao. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, noch einen Daumen nach oben da geben und dann bin ich wieder raus.